Guten Morgen, jetzt auch nochmal anständig von meiner Seite. Ich muss jetzt gleich meine Jalousien noch ein ganzes Stück weiter hoch machen. Irgendwie wird es hier nicht hell. Das liegt aber wahrscheinlich mit an der Jahreszeit, beziehungsweise daran, dass es noch früh am Morgen ist, wie man auch unschwer an meinem Gesicht erkennen kann. Also sorry dafür. Heute wird es sehr privat in diesem Video. Wir gehen jetzt gemeinsam hoch ins Büro an den PC meines Mannes. Und zwar werde ich jetzt ein Valentinstagsgeschenk für meinen Mann gestalten. Dazu brauche ich die Ordner, die auf dem PC sind, mit den Bildern unserer Kinder. Und ich gebe es zu, ich habe es eine ganze Weile jetzt vor mir hergeschoben. Ich werde bei sowas nämlich immer total emotional. Aber heute ist es soweit. Wir machen das Ganze gemeinsam und gehen jetzt mal hoch. Wahrscheinlich denkt ihr euch, mein Gott, ne, warum macht ihr nicht einfach ja, die Bilder zurecht und gut ist. Aber ja, wie gesagt, ich schwelge dann in Erinnerungen. Ich glaube, ich mache jetzt aber die Jalousien trotzdem mal hoch, damit ihr mich besser hier seht. Und den PC an. Wird nicht hell da draußen, ne? Übrigens nicht wundern, wegen diesem Teilchen hier. Die Kugeln verschwinden heute auch. Ich weiß, es ist schon fast Ende Januar. Aber ja, ich habe es halt noch nicht weggemacht. Mir gefällt es halt trotzdem immer noch total gut abends, wenn die Lichterkette dann an ist. So, jetzt ist es tatsächlich ein wenig heller. Aber nur ein bisschen. Eieiei. Mein Gott. Ja, es hat heute Nacht auch geschneit. Aber egal. Okay, Jalousie ist oben. Ich glaube, das Licht ist jetzt um einiges besser. Also, was mache ich überhaupt hier oben? Wie gesagt, ich möchte jetzt ein Valentinstagsgeschenk ja erstellen für meinen Ehemann. Und zwar werde ich eine Collage machen, ein Wandbild, ein großes. Und dazu nehme ich euch mit. Ich bin total bilderverrückt. Jeder, der mir schon länger folgt, der weiß das auch. Also, alles Mögliche von den Kindern habe ich schon immer fotografiert, ausdrucken lassen und dann in unsere Alben eingeklebt. Da hinten habe ich ganz, ganz viele Fotoalben, sowie hier in den Schränken auch. Kann ich euch auch später sehr, sehr gerne zeigen. Und wie gesagt, jetzt gestalten wir ein Wandbild. Ich wurde gefragt von der Firma Pixum, ob ich das Ganze nicht testen möchte. Und das mache ich sehr, sehr gerne, weil ich eben finde, dass es gut zu uns passt. Und ich werde das testen, werde euch dann eben auch das Ergebnis zeigen im Laufe des Videos, wie das Ganze dann ankommt, wie das aussieht, wie die Qualität ist. Vielleicht ist es ja auch eine kleine Inspiration für euch, eben passend zum Valentinstag oder zu einem Geburtstag, wenn man eine Taufparty überraschen möchte oder den Freund, die Freundin, die Oma oder eben die Lieben, die man eben so in der Umgebung hat. Einfach ein schönes Fotobuch zum Beispiel oder was Pixum eben alles so anbietet. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich bin total gespannt und ja, werde euch jetzt dann eben mal auf diese kleine Reise mitnehmen und jetzt öffnen wir dann eben auch die Ordner der Kinder. Also gut, wir starten jetzt. Ich habe mir die Seite von Pixum schon aufgerufen und jetzt ja, legen wir mal los. Ich bin gespannt, ob das einfach ist oder schwer. Und dann machen wir die Ordner auf der Kinder. Falls ihr Schnitte seht im Video, dann wundert euch bitte nicht. Ich kläre das natürlich alles dann erstmal mit meinen Jungs ab. Ich zeige denen das Videomaterial und frage sie, ob das so in Ordnung ist, dass ich sie eben als kleinere Kinder gezeigt habe. Ne? Also ihr wisst Bescheid, ihr kennt ja da eh meine Meinung darüber. Wir finden es vielleicht süß, ne, wenn man da so ein kleines Kind in Action sieht, aber die Kinder finden es dann manchmal nicht so toll. Und deshalb kläre ich das ab, also wundert euch nicht. Lang genug geredet, jetzt starten wir aber wirklich durch. So, und hier ist die Pixum-Seite. So sieht das Ganze jetzt mal im Überblick aus. Und ich möchte ja eine Leinwand haben. Hier seht ihr auch die verschiedenen Materialien, die angeboten werden, also einige. Und ich hätte ganz gern Leinwand. Da gehen wir jetzt drauf und dann gehen wir einfach auf Jetzt gestalten. Hier drüben könnt ihr dann angeben, wie groß euer Bild werden soll. Und was ich richtig cool finde, ist, dass ihr quasi hier seht, wie es dann aussieht. Also damit man sich das ein wenig besser vorstellen kann. Ich rate euch natürlich aber dazu, einen Zollstock zu nehmen und die Wand mal abzumessen. Ihr könnt das Ganze im Hochformat machen oder eben im Querformat. Ich habe mich jetzt für dieses Format hier entschieden und dann geht es auf Jetzt gestalten. Hier ist übrigens der Lucky, der Alessandro, die ganze Familie, der Alessandro, mein Mann und ich. Also gut, los geht's. Ihr könnt euch dann jetzt hier die Bilder hochladen. Ich möchte ja aber eine Collage haben, deshalb schaue ich jetzt erstmal bei Layout. Hier gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten und zwar möchte ich in der Mitte ein großes Bild der Jungs und außenrum dann eben mehrere kleinere. Jetzt schauen wir mal, was sie da anbieten. Da gibt es ja ganz viele verschiedene
Varianten. Und diese hier gefällt mir am besten. Da kann ich eben hier in der Mitte das große Bild reinmachen und hier außenrum mehrere kleinere. Bevor ich jetzt hier meine Bilder hochlade, muss ich mir natürlich jetzt erstmal die Ordner dazu anschauen. Und zum Beispiel finde ich total süß vom Lissandro. Das gefällt mir sehr gut, beziehungsweise das hier gefällt mir auch total gut. Dann habe ich hier zum Beispiel eins gefunden von den zwei Jungs. Finde ich auch total goldig, wie sie mit diesem Teilchen hier rumfahren. Da haben sie immer die Stadt unsicher gemacht. Hier ist der Gianluca mit Max, finde ich auch total süß. Hier haben wir Kekse gebacken in so einem Restaurant. Die haben das angeboten für Kinder eben. Und da bin ich schwanger mit dem Lissandro und habe einen Lucky auf dem Arm. Und die hatten voll viel Spaß, vor allen Dingen der Max. Das ist ja eh so ein Bäcker, ne? Ja, das finde ich auch ein süßes Bild. Und hier sind meine vier Jungs in Action. Der Max passt auf den Lassie auf. Der hat einen auf dem Arm. Da unten ist der Gianluca und der Moritz. Und das ist Lissandros Taufe. Ich denke, dieses Bild werde ich für die Mitte nehmen, damit ich die dann ganz groß drauf habe. Eben meine Jungs in Action. Und hier ist der Max auch nochmal mit dabei auf diesem Auto. Ich war da übrigens hochschwanger, als die immer mit diesem Teil rumgecruised sind in der Stadt. Es war ein bisschen anstrengend, aber ging natürlich alles, ne? Das Bild hier finde ich auch total süß vom Lissandro. Das war Nikolaus. Da hat er sich so sehr drüber gefreut über seine Trommel. Das war so goldig. Oh mein Gott, ich liebe diese Bilder. Schaut mal, wie süß er ist. Und die Trommel, die haben wir tatsächlich heute noch. Die hebe ich auch auf als Erinnerung. Und das sind für mich zum Beispiel ganz besondere Bilder. Das ist unsere Tante, die Tante Irmgard, ich mit meinen drei Mäusen und hochschwanger mit dem Lassie. Oh, das ist echt eine schöne Erinnerung. Die Tante Irmgard, die hat sich immer total gefreut, wenn wir sie besucht haben. Das war ein sehr schöner Ausflug. Und hier sind sie wie die kleinen Entchen vor ihr hergelaufen, beziehungsweise der Luki hinterher, weil er noch so kleine Füßchen hatte. Auch total süß, das Bild. Und hier habe ich jetzt ein ganz besonders schönes Bild entdeckt, und zwar vom Gianluca. Das war Muttertag und ich bin so glücklich, dass mein Mann das festgehalten hat auf einem Foto. Der Luki war nämlich hier total stolz, dass er ein Geschenk für mich hat, und das war eben kurz bevor er es mir überreicht hat. Und schaut mal, wie stolz er schaut. Total glücklich, dass er jetzt gleich ein Geschenk für die Mama hat. Und hier habe ich noch ein ganz privates Bild, und zwar sind das ja meine Eltern, die kennt ihr ja. Und hier ist meine Schwester, die Steffi. Und hier ist eben der Lissandro zu Lissandros Taufe. Ja, das war auch ein sehr, sehr schöner Tag. Das finde ich auch noch süß, das Bild von Gianluca. Da waren wir in Kroatien, da haben sie ihn im Sand verbuddelt und haben Quatsch gemacht mit dem Luki. Finde ich auch süß. Ich glaube, das haben auch alle Kinder schon mal gemacht, oder? Sich zum Teil im Sand verbuddelt. Total süß. Der Lissandro ist halt echt immer am Strahlen, ne? Das ist der Wahnsinn. Das ist meine Schwester, wisst ihr ja, ne? Gott, das bin ich. Hilfe! Schaut mal, wie klein die Bella mal war. Oh Gott, wie süß. Ganz klein war die Bella. So, jetzt habe ich gerade Videoaufnahmen angeschaut von meinen Kindern, als sie noch kleiner waren. Und das hat mich jetzt natürlich wieder total gepackt. So süß, wie sie da spielen im Schnee. Der Max baut ein Iglu. Richtig goldig. Ich kläre das ab mit meinen Jungs, ob ich euch das zeigen darf. Jetzt fragt Alessandro den Luki, ob er mitspielt. So süß. Der ist nämlich da gerade den Berg runtergerutscht und hat er gesagt, das war geil. Also gut, ich habe es geschafft. Ich habe jetzt Bilder ausgesucht, die mir am besten gefallen. Ich werde jetzt mal gucken, wie ich die eben anordne. Auf jeden Fall hat es ein bisschen gedauert, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und ja, weil es mich emotional, wie erwartet, wieder gepackt hat. Aber es sind ja schöne Sachen, es sind schöne Erinnerungen. Immer wenn ich mir diese Bilder anschaue, erinnere ich mich an all das, was wir erlebt haben. Und das ist so schön. Das ist einfach so schön. Also gut, aber jetzt machen wir endlich die Collage für meinen Mann. Und zwar gehen wir jetzt hier oben auf Bilder hochladen. So, und jetzt ist es im Prinzip total einfach. Ihr nehmt euch das Bild hier von der Seite, von den Bildern, die ihr hochgeladen habt. Und dann könnt ihr es euch eben positionieren, wo ihr eben das Bild hinhaben möchtet. Ihr könnt das Ganze auch noch verändern. Also ihr könntet es zum einen nochmal löschen, wenn euch das jetzt hier zum Beispiel nicht so gut gefällt. Und verändern in dem Sinn, dass ihr da nochmal drauf drückt, dann wird es größer. Und dann habt ihr hier unten nochmal so Reiter und dann könnt ihr das Ganze nochmal ein bisschen bearbeiten. Ihr könntet zum Beispiel das ja noch so ein bisschen schieben, ne? So nach
oben oder nach unten, je nachdem. Und ich mache das jetzt so zum Beispiel, dass ich hier nochmal auf das Plus gehe und dann könnte ich mir das Ganze eben etwas größer ziehen, damit es dann eben größer in diesem Rahmen ist. Und dann gehe ich wieder zurück und dann bearbeite ich eben die anderen Bilder. Das zum Beispiel hier setze ich mir hier oben rein und dann mache ich das halt einfach so weiter. Das hier möchte ich zum Beispiel hier haben, aber das muss ich natürlich auch wieder positionieren. Da gehe ich auch wieder hier drauf und dann hier wieder auf das Plus. Dann kann ich mir das größer ziehen und eben auch wieder so zur Seite schieben. Ein bisschen runter, wieder ein bisschen seitlich. Also ihr seht schon, es ist wirklich total einfach, das Ganze zu bearbeiten. So, mein Wandbild ist jetzt soweit fertig. Ich habe es jetzt fertig erstellt. Ich muss sagen, es war total einfach. Selbsterklärend. Ich habe es jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich dachte, es wäre super kompliziert. Aber die Seite an sich ist total selbsterklärend. Ihr müsst euch einfach nur das Format raussuchen und dann eben die Maße der Collage, also wie viele Bilder ihr in dem Bild haben möchtet. Und es war wirklich sehr einfach. Da ist aber auch so ein Assistent mit dabei, da könnt ihr euch ja mal umschauen. Also scheut euch nicht davor und macht es rechtzeitig, nicht so wie ich. Es ist ja zum Beispiel auch bald Valentinstag, da würde ich jetzt nicht so lange warten. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Lieferzeit ist, aber das werden wir jetzt im Laufe des Videos auch noch rausfinden. Und ja, bevor wir jetzt hintergehen zu meinen Fotoalben, das hatte ich euch ja versprochen, wollte ich euch noch sagen, dass ich einen Rabattcode habe, über 20% auf Wandbilder von der Firma Pixum, worüber ich sehr, sehr glücklich bin und sehr dankbar. Herzlichen Dank dafür. Ich finde 20% ist eine ganze Menge. Dazu könnt ihr nochmal unten in die Infobox schauen. Ich schreibe euch alle Infos unten rein. Der Rabattcode, der nennt sich meinschatz18. Und wie gesagt, es gibt ja auch ganz viele verschiedene Materialien, Acrylbilder zum Beispiel oder Poster und so weiter. Also da könnt ihr euch wirklich austoben. Ich bin sehr, sehr gespannt und jetzt gehen wir aber wirklich kurz hinter zu meinen Fotoalben. Ich bin übrigens auch gespannt, was mein Mann dazu sagen wird zu dem Geschenk. Aber es wird ihn mit Sicherheit sehr freuen. Da war gerade noch ein Luftballon vom Lassie. Also gut, hier sind unsere Fotoalben, beziehungsweise ein Teil unserer Fotoalben, sagen wir es mal so. Wie gesagt, ich habe ja ganz, ganz viele. Hier zum Beispiel ist ein ganz besonderes Album. Das ist von Moritz, das darf ich euch leider nicht zeigen. Dann habe ich hier zum Beispiel die Taufe, hier noch ein Babyalbum und hier noch eins. Hier haben wir zum Beispiel die Kommunion. In dem Album sind zum Beispiel Fotos vom Disneyland. Hier unten, die muss ich zum Beispiel noch einkleben. Ja, ihr könnt schon sehen, ganz, ganz viele Bilder bei uns. Also gut, jetzt gehe ich mal runter zum Kochen, wenn man das heute Kochen nennen kann, denn unser Kühlschrank ist ja immer noch kaputt, das darf man auch keinem Menschen erzählen, ne? Sechsköpfige Familie und seit Weihnachten kein Kühlschrank, weil wir an eine sehr, sehr unseriöse Firma gelangt sind. Ja, aber darum soll es heute in diesem Video gar nicht gehen, egal. Wir gehen dann auch noch mit Milan ein bisschen spazieren. Wir wollen noch Bilder machen, also shooten. Wie passend, ne? Der Milan, das ist ja der Hund meiner Nichte, den kennt er ja schon. Ich freue mich schon riesig, den Milan wieder zu sehen. Der ist total gewachsen. Und das machen wir dann eben heute auch noch. Mal gucken, wenn das Wetter eben passt, müssen wir eben mal schauen. Und ja, jetzt gehen wir aber erstmal runter, würde ich sagen, zum Kochen. Also gut, dann bereite ich jetzt mal ganz schnell was zu essen vor. Also wie gesagt, heute gibt es nur schnelle Küche. Ich möchte jetzt mal diese Kartoffeln hier ausprobieren. Also das wird jetzt ein Test. Und zwar hat ja Molex ein ganz neues Kochbuch rausgebracht. Da werde ich jetzt mal diese Version testen. Die Kinder bekommen was anderes. Das kann ich euch jetzt auch gleich mal zeigen. Das gibt es für die Kinder. Und zwar nennen wir das Ganze immer Sub. Also das heißt, ja, ein Sandwich wie bei Subway. In Thunfisch-Variante. Hier, ihr wisst Bescheid, habe ich aus Italien mitgenommen. Allerdings gibt es auch noch eine Wrap-Variante. Und hier ist dann eben Frischkäse mit ein bisschen Sahne. Das würze ich jetzt alles noch. Und das ist dann eben für die Füllung. Und dann gibt es noch Paprika dazu, Jalapeno, Salat, Zwiebeln, Tomaten und so weiter. Und das bereite ich jetzt alles mal ganz schnell vor.
Da ist er, der Milan. Schaut mal, wie der gewachsen ist. Den erkennt man gar nicht mehr wieder. Schaut mal, wie groß der geworden ist. Milan, der ist jetzt so groß wie die Bella. Oh, und die Bella lässt sich wieder alles gefallen, ne? Ja, ja, Milan, du, Frechdachs, du. Ja, geh du halt rein, Mariam, mach's vor. Warum nicht? Komm. Bella muss jetzt noch mal rein, weil die hat sich total schmutzig gemacht mit dem Kies. So ist fein. Ich bin total tiefgefroren. Wir sind jetzt fertig mit Bilder machen. Da ist meine Nichte, die Mariam. Hallo. Und die beiden Hunde sind da vorne. Der Lassie ist auch noch da. Da ist die Bella. Die sieht jetzt aus. Die hat sich im Sand gewälzt und überall. Milan, komm mal her. Na, komm mal her. Ihr müsst unbedingt bei Milan auf der Instagram-Seite mal vorbeischauen. Aussie Milan nennt er sich. Das ist eben die Seite von meiner Nichte. Schaut mal, wie er da steht. Er wartet auf sein Leckerli. Genau. Und die Mariam, die stellt immer ganz, ganz schöne Bilder online. Da müsst ihr unbedingt mal vorbeigucken. Na? Und jetzt gehen wir heim und trinken einen warmen Tee, oder Mariam? Ja. Schaut mal meine Hände an. Oh, die sind tiefgefroren. Ja, und mein Luki war natürlich auch dabei. Ja. Ne? Hier? Auch tiefgefroren seine Hände. Beziehungsweise nur ein bisschen. Er hat ja auch Handschuhe dabei. Wo ist denn dein Helm, Schatz? Den habe ich da drin. Ach, den hast du da schon reingetan. Ja. Ohne Helm wird nett gefahren. Okay, auf geht's nach Hause. Du fährst, nimmst deinen Helm, Schatz. Wir haben nämlich mit dem Luki auch noch ein paar Bilder gemacht. Ja. Mein Schatz, der ist so groß geworden. Naja, okay. Ist jetzt auch nicht so schwer, so groß wie ich zu sein, ne? Okay, auf geht's nach Hause. Der Postbote war gerade da. Yay! Und er hat unser Bild gebracht. Oh mein Gott, ich bin jetzt ziemlich aufgeregt, wie es aussehen wird. Ich möchte das Ganze entweder hier drüben hin haben oder auf die andere Seite oder eben hier hin. Aber da bin ich mir noch unsicher. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Oh mein Gott. Bella, komm! Komm, wir gehen hoch! Ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Oh mein Gott! Und wie findest du es, Max? Toll. Voll schön, oder? Wir müssen noch die Folie hier wegmachen. Dann schauen wir uns mal die Qualität an. Max hilft mir. Schaut mal, der Lassie. Der wurde 2 Jahre alt. Ich habe mich dann für das Bild hier entschieden. Voll gut von der Qualität. Guck mal. Mega. Und zwar fangen wir mal hier mit diesem Bild an. Das war die Taufe von meinem Patenkind. Da ist der Lassie. Da ist der Gianluca. Von dem Bild hatte ich euch ja erzählt. Dann ist das auch total süß hier mit meiner Schwester. Das ist eins meiner liebsten Bilder vom Lissandro. Dann haben wir hier noch ein Familienbild. Und hier drüben haben wir den Lassie. Da wurde er gerade 2 Jahre alt. Auch total süß, das Bild, wie er da auf seine Kerzen schaut. Und hier unten drunter haben wir auch ein ganz besonderes Bild, wie ich finde. Und zwar, da bin ich mit Moritz, hochschwanger. Und ich erkläre dem Moritz gerade was. Und das finde ich so süß, wie er da gerade schaut. Dann haben wir hier unten noch ein Familienbild. Und zwar ist das die Taufe vom Lissandro. Und dann haben wir hier noch den Gianluca. Und hier drüben haben wir dann die Kommunion vom Moritz. Und hier drüben haben wir die Taufe vom Gianluca. Da erklärt der Max seinem kleinen Bruder, also dem Moritz, was. Ja, und hier haben wir eben eins meiner liebsten Bilder von meinen Jungs, weil sie da in Action sind. Und das musste eben in die Mitte. Also ich bin echt total zufrieden hier mit dem Bild und ich freue mich schon, wenn ich das dann meinem Mann schenken kann. Ich habe das Bild jetzt mal provisorisch hier abgestellt, damit ich sehe, wie es an der Wand aussieht. Ich denke, wir werden da oben noch so Leuchter hin machen, damit es schön bestrahlt wird und damit es dann eben ja ganz toll aussieht. Ich bin super zufrieden mit der Qualität, wie es geworden ist, wie das jetzt im Endeffekt aussieht. Und ich bin sehr gespannt, was mein Mann dazu sagen wird, wenn ich es ihm dann schenke zum Valentinstag. Vielleicht war das, wie gesagt, jetzt auch für euch eine kleine Inspiration. Falls ihr noch was ganz Individuelles sucht für eure Lieben, dann schaut auf jeden Fall unten in die Infobox. Verwendet gerne meinen Rabattcode meinschatz18, wie gesagt, bei Pixum und dann könnt ihr was ganz, ganz Tolles verschenken. Jetzt verabschiede ich mich von euch an dieser Stelle. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Da würde ich mich freuen. Also, bis bald. Tschüss!